Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen, heldenhaften Folge Marvel's Avengers. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Dickes, dickes Dankeschön für eure Unterstützung. Danke an alle aktiven Supporter, die letzte Folge so kräftig unterstützt haben. Freunde, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es so weitergeht. Ihr das weiter unterstützt, damit wir dieses kleine Let's Play hier ein bisschen pushen. Damit auch ein paar andere noch hier auf diesen Kanal kommen, damit wir den wieder ein bisschen stärken. Ohne euch geht das nicht, dementsprechend danke, danke, danke. Und zurück im alten HQ. Ah, das ist mit HQ gemeint. Ach so. Aber mein. Ich dachte, sie will direkt zum Avengers HQ. Checkt gerne mal die Videobeschreibung ab. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Seiten. Da bleibt ihr immer auf dem laufenden Stand. Ja, versuche ich euch ein bisschen mitzuteilen, wann ich streame zum Beispiel, wann neue Videos kommen und so weiter und so fort. Hier und da, soweit ich es halt schaffe. Sowieso bei allem aus. Und auf Twitch könnt ihr mir gerne auch folgen. Wenn jemand versucht, mich aus der Distanz zu kriegen, bin ich im Vorteil. Elastische Arme for the win. Oh yeah. So, hier hat sie heimlich trainiert. In diesem alten Wasserboiler. Wasserturm. Oh, alter Wasserturm. Marvel. Logan. Professor X. Wer hat den Film gesehen, Freunde? Boah. Heftig. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich habe auf Instagram für die Leute, die vielleicht nicht dabei waren, habe ich eine Abstimmung gemacht. Ob es die auch für extra große Schläge gibt? Habe ich eine Abstimmung gemacht von den besten Marvel-Filmen. Also ich habe zumindest alle MCU-Filme reingenommen und dann noch so 8 andere Filme, damit ich so auf 32 gekommen bin. Logan hat so wenig Liebe bekommen, alter Schwede. So viele haben geschrieben, ich habe den Film nicht gesehen. Freunde, was ist los? Was ist los, Alter? Guckt Logan. Einer der besten Filme der letzten Jahre. Und nicht nur auf Comic bezogen, finde ich. Dementsprechend kommen wir einfach mal zur Frage der Folge. Was ist euer Lieblings-Marvel-Film? Genau. Machen wir das doch hier auch einfach. Was ist euer Lieblings-Marvel-Film? Könnt auch gerne mal eine Top 3 machen, weil ich denke mal, wie ich das an der Abstimmung auch gesehen habe, viele finden Avengers Endgame extrem geil. Kann ich auch verstehen, finde ich auch extrem geil. Würde ich auf jeden Fall auch in meine Top 5 All-Time-Comic-Filme nehmen, weil das einfach sich da alles. Da hat sich alles gebündelt. Da ist alles zu einem Schluss gekommen erstmal. Klar, es geht ja noch weiter, das MCU und so weiter, aber ihr wisst schon, was ich meine. Da ist halt alles zusammengekommen, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ach, Logan, Alter, so viele haben geschrieben, ich kenne ihn noch gar nicht. Was ist da los, Freunde? Mein Laptop. Kann doch nicht sein, dass ihr euch so eine Scheiße reinzieht wie Captain Marvel, Alter. Sagen wir mal ganz ehrlich, Captain Marvel ist wirklich einer der schlechtesten MCU-Filme. Wo man immer, also wenn man von MCU-Filmen schlecht reden kann, dann ist es halt so ein Mittelmaß. Aber Captain Marvel ist halt so langweilig gewesen im Vergleich zu fast allem anderen. Aber den Logan nicht anguckt, wenn Abu der mal was anderes macht wenigstens. Er glaubt immer noch, sie sind schuld an dem, was mir am A-Day passiert ist. Freunde. Und jetzt muss ich mal ganz kurz checken, was hier eigentlich abgeht, Alter. Was ist das für eine geile Hütte hier, ey? Mega. Ja, mein Zimmer, mein Aufnahme-Nerd-Zimmer, das platzt auch aus allen Nähten, Alter. Ach Gott. Freunde, klickt die Videos, ich brauch ein Haus, okay? Danke. Boah, endlich ein Haus, Alter, mit einem eigenen Keller, nur für die ganze Scheiße. Boah, so eine Figur, die hätte ich auch ganz gerne. Ich habe ja die Collector's Edition zu dem Spiel gesehen, die Figur. Jo, die war ja nicht so das Beste, ne? Jersey City Objekt. Aber der hat ganz schön viel oder ganz schön oft die gleichen Comics. Habt ihr nicht mehr? Guck mal, wie oft alleine Hulk hier liegt, Alter. 4-mal. Krass. Ist ja über Nerd-Fangirl, wa? Krass. Schon ganz cool, ey. Echt schon ganz cool gemacht, bis der Anfang. Dann lass mal sehen. Viel besser als erwartet, muss ich ehrlich sagen. Die Chimera. Bisher, finde ich zumindest. Das muss die Videoüberwachung des Reaktors sein. Dr. Tarleton. Aber der sollte doch auf dem Kommandodeck sein. Ah, Cap. Was ist da los? Niemals. Tarleton hat ihn eingesperrt. Es gab keine Fehlfunktion. Er hat Cap getötet. Oh Gott, er hat Cap getötet.
Was? Tiny Dancer? Oh nein. Heroes Park? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Falle. Und wenn es keine ist? Jemand sollte sich das ansehen. Sei einfach klug, Kamala. Übergib die Beweise und es ist erledigt. Tja. Irgendwie kommt die bisher auch weniger nervig rüber als in der Beta, oder? Ich habe schon einige Kommentare gelesen, dass ihr das auch fandet, dass sie manchmal ein bisschen zu kindlich rüberkam in der Beta. Ich meine, sie ist ja noch eine Jugendliche, also wie soll sie sonst rüberkommen? Aber bisher, also, weiß nicht. Kann man sich das schon geben, finde ich. Komm, auf jetzt hier, hey! Ich frage mich ja auch, ist ein Miss Marvel-Film eigentlich angekündigt? War da nicht was? Ist da nicht ein Film sogar angekündigt? Ich weiß gar nicht. Weil ich frage mich immer, ob die für das Spiel irgendwelche Voraussetzungen bekommen haben von Marvel. Dass sie gesagt haben, ey, pusht mal die und die Figur und so. Oder ob das alles Zufall ist. Dass jetzt Taskmaster zum Beispiel direkt auftritt und dann mit Black Widow am Kämpfen ist am Anfang und so. Alter. Das ist ein Überwachungssystem, ja. Scan abgeschlossen. Keine Inhuman DNA gefunden. Danke für Ihre Mitarbeit. Wenn Sie uns Ihre Meinung zu Ihrem heutigen Scan mitteilen möchten, können Sie auf der AIM-Webseite an einer Umfrage teilnehmen. Vielen Dank. Okay, die suchen die Inhumans. Gab es nicht von Inhumans sogar eine Serie? War die gut, Freunde? Kann da mal jemand was sagen? Ich glaube, Inhumans gab es da auch in der Serie, glaube ich, oder? Eine Staffel lang oder so, und dann wurde es, glaube ich, wieder abgesetzt. Wow! Lass mich in Frieden! So gehe ich zum ersten Mal zum Park. Hier liegt bestimmt irgendwas zum Einsammeln, oder? Ja. Jersey City Sammelobjekt. Warte mal, ja. Warte mal, eins muss ich mal ganz kurz mal reinziehen. Da war doch von Hank Pimp die Rede oder sowas. Alter, warte mal. Hier sind aber deutlich mehr Kostüme, Alter, als in der Beta, wa? Ja gut, das sind alles diese T-Shirts. Ja gut, so geil sieht es jetzt auch nicht aus. Wo war denn das jetzt? Information? Ein Interview mit Captain America Teil 2. Ja gut, das macht ja jetzt nicht so viel Sinn, wenn es der zweite Teil ist. Kamala Tagebuch. Abu hat bemerkt, dass die Blutdruckmanschette fehlt, die ich mir letzte Woche geliehen habe. Glaubt aber, Ami hat sie verlegt und sie würde wieder auftauchen. Er braucht sie eigentlich gar nicht mehr. Sie war nur eine Vorsichtsmaßnahme bei der Sache mit dem Herzinfarkt. Laut Internet ist mein Blutdruck bis jetzt normal. Genau wie Puls und Temperatur. Dank des Kinderthermometers, das ich im Badezimmerschrank gefunden habe. Ich überlege, was ich noch testen könnte, um zu sehen, ob ich krank werde. Aber dann müsste ich noch viele medizinische Geräte stehlen. Warum arbeitet Abu in einer Bank und nicht in einem Krankenhaus? Und warum redet Abu nicht mit mir darüber, sondern tut so, als wäre der A-Day nie passiert? Wahrscheinlich ist er der Einzige im ganzen Land, der das macht. Okay, sowas zum Beispiel finde ich recht interessant, weil hier... weil es hier noch ein bisschen mehr Informationen gibt zu ihr. Ah, guck mal hier, Teil 1 und so. Ja gut, das können wir uns dann später mal reinziehen. Ich denke mal, ist Abu einfach, ist es einfach Vater? Wahrscheinlich heißt es einfach Vater. Und Ami wahrscheinlich Mutter oder Mama oder sowas, wa? Aber was ist sie denn nochmal von der Nationalität her? Was ist sie? Auf jeden Fall muslimisch. Das war ja der große... Alter, was ist das denn für eine Tapete, Alter? Was ist das denn? Ach du Scheiße!
Ach du Scheiße, willkommen im Jahr 2005. Was ist denn hier los? Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Das war ja damals so, nicht der große Aufschrei, aber so, wow, sie ist muslimisch und so. Wo ich mir denke, wen juckt denn das, Alter? Entweder ist sie korrekt oder ist sie nicht korrekt. Entweder ist sie interessant oder nicht. Aber, ja. Nee, was ich meine. Weiß nicht. Was ist sie denn? Iranisch oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Hier müssen wir wieder lang. Ich würde nur mal interessieren, was das für eine Sprache ist, deswegen. Oder ist es einfach Arabisch? Ich kenne mich da leider nicht aus. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare ballern. Und Rutschpartie! Was habe ich mir bloß gedacht? Ach, alles unter Kontrolle. Das habe ich schon in Uncharted 3000 Mal gemacht. Nicht elegant, aber geschafft. Okay, jetzt zur Cap-Statue. Hallo, Heroes Park. Lange nicht gesehen. Als Kind haben mich meine Eltern oft hierher mitgenommen. Never forget Aiden. Ist das hier Vision, Alter? Sieht ein bisschen so aus, oder? No Inhumans allowed. Das heißt, keine Inhumans erlaubt. Kurz translated für euch, kein Problem. Wie gesagt, jedes Mal gibt es hier Business-English Lessons. Das heißt, Unterrichtsstunden quasi, ja. Kein Problem für euch. Ich kläre euch auf. Wenn ihr meine Let's Plays guckt, kriegt ihr nicht nur geile Jokes, die ihr gerne verwenden könnt, um Weiber aufzureißen, sondern auch Englisch. Ihr verbessert euer Englisch. Alles für seine neue Klinik ab. So ist es. Eine Verschwendung. Heroes Park heißt Heldenpark. Lernt. Hört zu und lernt. Aber ist klar, dass der natürlich hier ziemlich runtergekommen ist, nach der Scheiße. Aber ich dachte, sie wäre ein bisschen schlauer. Ich meine, dieses Gespräch, was sie da abgehört hat, da in dieser Gasse da, in dieser, wo wir das eine Comic gefunden haben, wo diese Frau da mit diesem Typen von AIM geredet hat. Ich habe jetzt seinen Namen schon wieder vergessen. Tattleton oder sowas. Alle vermisst. Das wäre... Deshalb macht Abo sich solche Sorgen. Das war ja schon so ein bisschen komisch, oder? Klar macht sich dein Vater Sorgen, ist doch klar. Das ist ein guter Platz, um die Cap-Statue zu beobachten. So logisch. Krass. Oh! Was haben wir hier? Der erste sogenannte Inhuman. Wow, schon 4 Jahre her. Sind echt 4 Jahre seitdem vergangen? Standest du irgendwo? Oder bringe ich das jetzt durcheinander? Dann habe ich das voll vercheckt. Vielleicht habe ich da in dem Moment nicht aufgepasst. Hulk-Statue. Warum? Hulk hat das nicht verdient. Alle anderen Statuen lässt ihr, oder? Das hier irgendwas? Hier reinzugehen? Naja, oder? Das bringt gar nichts. Naja, nicht. Cap. Es ist zu lange her. Tiny Dancer? Her damit. Hey. Wo willst du hin? Nach Hause, Wirklich? Jetzt schon? Hey, willst du einen Drink? Nein, danke. Was? Erweist du deinen Respekt? Ich nehme nur eine Abkürzung, das ist alles, Leute. Eine Abkürzung. Komm schon, verschwinde da. Klar. Cooles Feuerzeug. Du willst, dass sie zurückkommen, hä?
Sodass sie mehr von uns töten können? Was? Nein. Nein? Nein? Nein. Was denn dann, hm? Stehst voll auf Inhumans. Kommt schon, Leute. Scheiß an Partisanten! Hört auf! Alles in Ordnung? Der Kerzenjunge hat eine Freundin. Zack, check mal ihre Tasche. Was? Was ist bloß los mit euch Typen? Ich will nur nach Hause, okay, Mann? Mann, was soll denn das? Mein kleiner Bruder war beim A-Day. Er schrieb irgendeinen blöden Scheiß über Captain America. Das war nicht Caps Schuld. Das ist alles ihre Schuld. Er ist ein lila Freak geworden. Und dann haben sie ihn entführt. Beruhig dich. Zack, es reicht, Mann. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Zack. Pass auf. Sie ist eine von denen. Halt dich fern von ihr. Wir müssen weg. Alter. Alles okay? Komm, lass uns verschwinden. Fass mich nicht an. Was? Du bist doch Tiny Dancer, oder nicht? Was soll ich damit machen? Wovon redest du? Bitte, lass mich einfach gehen. Hey! Ich muss weg. Wenn sie mich kriegen, landet mein Bild auf dieser Wand. Tja, das ist der Dank, wa? Das ist der Dank, dass wir ihn gerettet haben, ja. Oh, Scheiße. Die hin wollen, gehe ich nicht hin. Oh. Haut ab, ihr Schweinchen. Die kleinen Blechbüchsen. Schön weitergehen. Genau. Verdammt, sie sind überall. Kann ich mich an dem vorbeischleichen? Kann ich noch nach Hause? Wissen Sie, wer ich bin? Das ist jetzt die Frage, wa? Wenn sie nach Hause geht, die wird verfolgt, dann ist der Vater auch mit drin in der Scheiße. Ganz recht. Dein Freund braucht deine Hilfe. Geh! So komme ich raus. Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Oh! Oh! Mist! Ich dachte, hier wäre ich safe denn direkt. Oh, nein! Scheiße! Sabba, Sabba, Junge, was ist da los? Alter, warum sabberst du so? Oh mein Gott, ich darf nicht noch einmal verrecken, Alter, einmal verkacken. Ladezeiten sind ja lange als jeden Sex, den ich jemals in meinem Leben hatte. Was ist das, ey? Hallo? Hallo, Lizuma? What the fuck, Freunde? Die lasse ich drin, Alter, die Ladezeit. Ich soll jetzt selber mal mitbekommen, Alter, was ist denn hier los? Wie lange läuft denn das? Von wirst du hier wieder rausgeworfen. Ganz recht. Mann. So komme ich raus. Ist das die Frage? Hätte ich noch weiterlaufen müssen, oder was? Ich hätte noch weiterlaufen müssen. Oder? Ich laufe hier noch mal ein bisschen weiter. Ich dachte, ich wäre dann... Geh zum Park, hat sie gesagt. Triff Tiny Dancer, hat sie gesagt. Blöd, blöd, blöd. Okay, hier sind wir auf jeden Fall... Hier sind wir richtig. So, geh weg. Ich hab das Gefühl, wir laufen so im Kreis, oder? Ne, hier können wir raus jetzt. Denk nach, Kamala. Denk nach. Finden sie dich nicht. Kanalisation? Hoffentlich sind die Nichtschwimmer. Oh, geht! Guck weg! Rainer! Schnell! Kamala! Rainer! Mal Echsen, ich komme! Ja, vielleicht ist hier wirklich die Echse, ey. Ich meine, wenn es Spider-Man irgendwann geben wird, vielleicht auch seine. Oh nein, das ist seine typischen Bösewichte, oder?
geht. Dann geh runter. Sofort. Ich bekomme gleich Gesellschaft. Ah, das ist doch die Frau, mit der er geredet hat. Oh nein, ich will... Sie kommen durch. Wie ist die Monika? Die hat auch Bruce Banner in reingelegt wahrscheinlich. Schnell weg hier, ey. Gott, oh Gott. Wo soll ich lang? Scheiße. Eigentlich wollte ich heute keinen Müllcontainer rumschieben. Ich habe aber das Gefühl, gibt's hier irgendwas so einsames? Falscher Weg. Ja, das ist schon klar, dass es der falsche Weg ist, aber... Ne, hier gibt's auch nichts zum Einsammeln. Na gut, komm, dann hau mal ab. AIM lässt auch Menschen nach mir suchen, die teleportieren können? Gut, Freunde, hier ist aber erstmal Schluss. Hakensprung. Das ist ein Haken und ein Sprung. Hakenklinge? Wer kennt das? Welches Spiel, Freunde? Was meine ich? Hakenklinge besteht aus Haken und Klinge. Wer war's? Welches Spiel, Freunde? Wenn du das wisst, Respekt. Ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das findet, wie der Aufbau des Spiels ist. Bisher wirkt er relativ langsamer, natürlich, als die Beta. Gefällt mir aber. Ist trotzdem genug Action. Was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, dass wir vielleicht nicht nach 6-7 Stunden durch sind, sondern vielleicht 10-12 Stunden für die Kampagne, Singleplayer-Kampagne. Weil, wie gesagt, das wird auf jeden Fall der Hauptteil sein, auf den ich mich freue. Oder ist der Hauptteil, auf den ich mich freue, die Singleplayer-Kampagne oder allgemein die Story-Kampagne. Und ja, ich hoffe, dass es nicht zu schnell durch ist. Danke fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.